Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Schön, dass auch du heute intuitiv auf dieses Video geklickt hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen YouTube-Familie und vielleicht findest auch du heute Antworten auf deine aktuellen Fragen und kannst mit diesem Orakel in Resonanz gehen. Dein Herzensmensch ist im Rückzug, hat vielleicht Schutzmauern aufgebaut, gesteht sich seine Gefühle zu dir nicht ein und hat Angst, verletzt und betrogen zu werden, dann bleib jetzt dabei. Wir machen heute eine Fuchsenergieauflösung. Wenn wir also hier in die Fuchsenergie eintauchen, die auf der Unruhe liegt, auf dem Selbstwert, auf dem Seelenspiegel, auf der Wertschätzung, dann bleib jetzt unbedingt dabei, nimm Platz und sei ganz herzlich willkommen. Du schaust jetzt dieses Video, dann vertraue darauf, dass genau jetzt diese Botschaften dich erreichen wollen. Ich danke dir wie immer für die Unterstützung meines Kanals, für dein liebes Like, für deinen super mega lieben Kommentar unter meinen Videos, für dein liebes Abo und deine liebe Buchung in meinem Shop. Heute für dich auf dem Magic Energy Cardboard, einer energetisierten Legeschablone, deine große Tafel. Wir machen also eine Fuchsenergieauflösung, die hier direkt in die Beziehung auch noch schaut. Das heißt, aufgrund dieser Fuchsenergie ist die Beziehung, die Beziehungsthematik zwischen dir und deinem Herzensmenschen blockiert, stagniert, im Rückzug und dadurch gehen auch hier immer wieder Gespräche in die Stagnation. Ängste sind hier vorhanden und da wollen wir jetzt tiefer eintauchen. Zuerst möchte ich natürlich wie immer wissen, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was ist in deinem Herzen los? Was brauchst du heute, damit es dir besser geht? Und genau deshalb bin ich heute für dich da und tauche mit dir ein in eine wunderschöne Orakel-Seelenbotschaft, damit hier etwas Klarheit reinkommt. Wir werden hier heute mit den Orgonit-Pyramiden arbeiten, die ganz neu auch in meinem Shop jetzt eingetroffen sind. Wir arbeiten hier mit den Orgoniten. Wir werden mit den Heilsteinen noch arbeiten. Du bekommst von mir noch eine Magic Energy, Love Card Energie. Du wirst hier ganz magisch viele Blockaden mit mir lösen. Und natürlich arbeiten wir mit dem Aventurin, dem Handschmeichler, der deine Träume wahr werden lässt. Bleib also unbedingt dabei, es wird noch ganz spannend und interessant. Dein Herzensmensch ist also im Rückzug, er hat eine Schutzmauer aufgebaut, gesteht sich seine Gefühle nicht ein, hat Angst vor Verletzungen, hat Angst davor, verletzt zu werden und hat Angst, vielleicht auch sogar betrogen zu werden. Und hier liegt er auch, dein Herzensmensch, egal ob dein Herzensmensch Mann oder Frau ist, das ist dein Herzensmensch. Wenn du ein Mann bist, dann drehst dir bitte um. Du siehst hier schon, er liegt auf dem Hausplatz der Fische. Also hier geht es darum, eben Bewegung reinzubekommen, aber er ist eben auch oft kühl und entgleitet. Das wollen wir rausnehmen, das wollen wir heilen, das wollen wir beseitigen, das ist ganz wichtig, denn im Moment liegen hier sehr viele Stagnationen und auch er liegt hier stagniert, also die Stagnation liegt hier quasi auf dem Hausplatz der uralten Seelenverbindung, der Beziehung und dadurch ist hier ganz, ganz viel stagniert im Feld.
Das wollen wir unbedingt rausnehmen, denn diese Stagnation liegt hier auf dem uralten Seelenvertrag. Also wenn auch du selbst dir die Karten legst, hilft dir natürlich das Magic Energy Board. Zum einen, weil hier Haus- und Seelenplätze gedeutet werden, aber eben, weil das Magic Board aufgeladen ist mit einer Energie, damit du selbst auch Blockaden lösen kannst. Das ist ganz wichtig, wenn du auch von zu Hause aus arbeitest. Also hier ist die Stagnation auf der Beziehung, auf der Partnerschaft. Der Fuchs schaut auch in die Beziehung. Hier siehst du den Rückzug, die Unentschlossenheit, den Betrug, Angst vor Betrug, Angst vor Verletzung, ganz klar im Feld. Er wendet sich hier auch ab, das siehst du, ja? Also er wendet sich hier im Moment ja von dir ab, das bist du. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das bist du. Und wenn du ein Mann bist, drehst dir bitte um, aber das bist du. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Und du liegst momentan hier auf den mühseligen Umständen. Also du wünschst dir eben Leichtigkeit, aber du besitzt ganz viel Weisheit, ganz viel Klugheit. Verwende das jetzt, das ist ganz wichtig. Du besitzt auch viel Spiritualität, mehr als du denkst. Also im Moment wendet ihr euch voneinander ab. Du gehst diesen Weg, er geht diesen Weg, du liebst auch ein bisschen mehr als er, aber im Moment sollt ihr so auch gehen, es soll Heilung stattfinden. Er ist vielleicht hier im Rückzug, im Schweigen, er hat Angst vor Betrug, er hat Angst vor Verletzung, aber er liegt hier so da, dass er an ein Treffen mit dir wieder denkt, er liegt so da, dass er die Blockaden im Moment lösen möchte. Also hier liegt zwar die Unentschlossenheit, aber er möchte diese Blockaden lösen. Nur hier oben hast du auch noch eine Schlangenenergie mit drin. Die können wir natürlich auch auflösen. Und wenn du sagst, du möchtest mal deine persönliche Legung mit mir, dein persönliches Gespräch mit mir, ein Liebeszauberritual, eine Herzensmenschöffnung, die Schlangenenergiearbeit, dann kannst du unter dem Video schauen, da findest du meine WhatsApp-Nummer. Du darfst mir jederzeit gerne schreiben. Also in seinen Gefühlen liegt die Liebe zu dir. Ja, also hier liegt ganz klar die Liebe drin, der liebt dich, dieser Mensch. Der will das auch, der träumt von dir, der vermisst dich, der hat Sehnsucht. Aber im Moment liegt hier sehr viel Kummer und Sorge einfach. Aber auch dich verunsichert diese Mühseligkeit, auch dich verunsichert eben sein Rückzug. Und da geht's um deine Lernaufgabe. Was ist also die Angst, die er in dir auslöst? Weil die können wir dann wieder heilen über den inneren Kindkurs. Also schau, ob du vielleicht selbst in die Heilung mit mir gehen möchtest, in deine Selbstliebe finden möchtest, in deinen Selbstwert finden möchtest, um die Ängste auszulösen. Und ich mache ja auch zum Teil Videos für meine Kunden und Klienten. Und hier ist schon jemand auf dem Weg zur Selbstliebe. Hier ist schon jemand auf dem Weg zur inneren Kindheilung. Also vielleicht machst du ja auch schon einen Kurs bei mir. Vielleicht bist du ja auch schon auf dem Weg der Selbstliebe. Ja, beachte das bitte. Wichtig ist, dass du aber hier jetzt wirklich dich nicht von deiner Lernaufgabe abwendest und deiner Treue zu dir und deiner Selbstsicherheit. Du hast dich hier ein bisschen verloren. Also komm wieder hier in dein Selbstvertrauen und schenk du dir ein stabiles Zuhause. Wir suchen oft im anderen ein Bedürfnis, das er nicht erfüllen kann. Wir wollen, dass der andere uns diese Bedürfnisse komplett erfüllt, obwohl wir sie uns nicht geben können. Und da liegt oft das Problem. Also schau bitte du auch hin, wo kannst du dir vielleicht noch ein Bedürfnis erfüllen, wo du vom anderen erhoffst, dass er es tut. Weil da bist du eben dann im inneren Kind und dadurch hast du hier auch eine falsche Abhängigkeit. Also dadurch lebst auch du ein bisschen ein falsches Leben in einer falschen Beziehung dann. Er wird es dir nicht geben können, weil er kommt ja auch in dein Leben, um dir deine Themen zu spiegeln. Das ist ein wichtiger Aspekt, auch für dich, wenn du immer wieder Ängste hast, weil die Angst, dass er betrogen wird, die Angst, dass er verletzt wird, die trägst auch du in dir. Es geht gar nicht anders. Also alles, was dich am anderen dann auch stört, triggert, aufreibt, das
hast du schon in dir. Deshalb schau dahin, was ist das, was er jetzt in dir hervorkitzelt. Die Unsicherheit, die du da hast, die Kommunikationsunsicherheit, was ist da, was kribbelt der da hoch? Und das schau bitte an, hab keine Angst vor Aktion, hab keine Angst, hier in die Kommunikation zu gehen, sondern geh bitte in die offene Gefühlskommunikation, sage, was du fühlst, steh zu deinen Gefühlen, das ist Teil der Heilung. Und heute möchte ich mit dir auch mit der Magic Energy Love Card arbeiten. Die Magic Energy Love Card ist ein ganz spezielles Produkt von mir. Mit dieser Magic Energy Love Card arbeiten wir energetisch. Du kannst dir ein spezielles Thema aussuchen: Liebe, Wunscherfüllung, Freundschaft, Finanzen, alles, was du willst. Und diese Karte wird ganz speziell für dich und für deinen Herzensmann, Mensch, Frau, mit einer ganz speziellen Energie aufgeladen, die nur für euch ist. Auf der Rückseite findest du wertvolle Affirmationen, eine Art Zauberspruch, magische Anrufung, mit der gehst du dann in die Transformation. Also die Magic Energy Love Card ist dann speziell auf dich zugeschnitten und mit der werden wir auch heute arbeiten. Wir gehen jetzt als erstes mal mit dem Orgoniten in diese Mühseligkeiten, die hier oben ja liegen. Du bist in seinen Gefühlen, aber man sieht ganz klar, hier oben ist eine Unsicherheit, eine Mühseligkeit. Da werden wir dann auch noch mit dem Herzchakra reingehen in die Unsicherheiten, weil wir wollen ja letztendlich hier die Fuchsenergie auflösen und da arbeite ich mit dem Karneol. Also hier hast du eine ganz wunderschöne Struktur in diesem Stein, der ist natürlich Natur, der hat unterschiedliche Strukturen. Du siehst die Rückseite, wieder komplett andere Strukturen, das ist ein Unikat. Und da gehen wir hier in die Fuchsenergie rein, denn die Fuchsenergie ist sehr präsent in diesem Feld und wir machen ja heute eine Fuchsenergie-Auflösung. Mein lieber Engel, wir werden dann noch mit dem Orgonit, das ist hier auch nochmal ein Bergkristall, der ist ganz speziell dafür gemacht, mit der Blume des Lebens. Also hier hast du ganz viel Energy drin, also eine ganz tolle Energiepower, extra auch in Gold. Da gehen wir hier rein in die Blockaden und wo das Entgleiten auch stattfindet, damit wir hier Struktur reinbekommen in diese Stagnationen und da gehen wir ganz klar mit dem Aventurin rein. Ich habe jetzt heute ein spezielles Design ausgewählt für das Video, deshalb ist diese Farbe nicht ganz echt. In echt ist es so ein richtig schönes Jadegrün, aber dieses Grün ist jetzt nicht schlecht, aber es ist eher bläulich und das echte Grün ist schon richtig grün. Also wir gehen jetzt hier in die Stagnation rein. Wir hatten ja hier die Beziehung, den uralten Seelenvertrag in der Stagnation, weil auch er hier in einer Lebensstagnation liegt. Dann möchte ich mit den oberen Chakren, da wo es auch um Kommunikation geht, in diesen Rückzug reingehen, damit mehr Kommunikation auch stattfindet. Wir gehen dann mit den unteren Chakren in die Unklarheiten, in die Unentschlossenheiten, weil hier eben vieles nicht entschieden wird. Und auch über die Kommunikation möchte ich hier noch in die Ängste reingehen, damit wir wirklich die Energie auflösen. Hier hilft dir dann auch ein Räucherspray, das bekommst du auch bei mir. Und wir gehen hier wieder mit dem Herzchakra, auch dieser Stein ist normal richtig grün, das siehst du jetzt nicht, der ist so mintgrün. Mit dem gehen wir jetzt noch bei dir hinein, damit sich dein Herzchakra lösen kann. Mein lieber Lichtengel, ich werde jetzt die Energiearbeit natürlich im Hintergrund machen, das können wir jetzt nicht live machen oder im Video. Ich bin aber mega, mega dankbar und stolz, dass du dabei warst. Ich danke dir fürs Zuschauen.
bei Fragen und Wünschen. Schreib mir bitte, sag mir, wie es dir geht. Hast du auch so ein Thema? Hast du auch so eine Verstrickung? Hast du auch einen Rückzugsmensch mit Schutzmantel, der Angst hat vor Verletzung und Betrug? Bitte schreib mir unbedingt in die Kommentare. Ich werde jede Nachricht persönlich lesen, beantworten, liken, mit einem Herzchen versehen. Ich danke dir so sehr, dass es dich gibt. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Lass dir liebe Grüße da. Danke dir wie immer aus tiefstem Herzen. Sei auch gerne beim nächsten Mal dabei. Abonniere noch schnell den Kanal, aktiviere die Glocke und pass gut auf dich auf. Bis ganz bald, deine Claudia.